Am Wort ist nun die Frau Abgeordnete Eva Maria Holzleitner. Bitte schön, Frau Abgeordnete. An dieser Stelle betone ich noch einmal, wir sind für verfassungsrechtlich konforme Projekte. Wir haben die Technische Universität nicht abgelehnt. Verfassungsrechtlich konforme Projekte. Schauen Sie sich die Stellungnahmen an. Und an dieser Stelle möchte ich auch sagen, an der Fachhochschule Oberösterreich und an der Johannes-Kepler-Universität haben zig Politikerinnen und Politiker der ÖVP Klinken geputzt, Besuche gemacht, auf Social Media gepostet, was für großartige Arbeit dort geleistet wird. Und all das stellen Sie in Frage mit verfassungsrechtlich nicht konformen Hochschulprojekten. Wir sind nicht gegen die Technische Uni, wenn sie verfassungsrechtlich konform ist. Aber reden Sie einmal mit dem Landesrechnungshof in Oberösterreich. Reden Sie einmal mit dem Landesrechnungshof in Oberösterreich. Der hat das alles niedergeschrieben. Schauen Sie sich die Stellungnahmen an. Wenn Sie keine Ahnung von parlamentarischen Begutachtungsprozessen haben und die Stellungnahmen nicht anschauen, dann kann die Opposition sehr wohl nichts dafür. Aber legen Sie uns was vor. Legen Sie uns was vor, was wirklich auch der Verfassung entspricht, was Arbeitnehmerinnenrechten entspricht und was den Standort Oberösterreich stärkt. Dann stimmen wir zu. Überhaupt kein Problem. Und die SPÖ Oberösterreich spricht sich nicht per se gegen Projekte an Hochschulen aus, weil auch wir wollen den Industriestandort stärken. Überhaupt kein Thema. Aber legen Sie was vor, was auch der Würde des Hohen Hauses entspricht. Eva Maria Holzleitner war das mit ihrer zweiten Wortmeldung. Und